So, ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge, einer neuen Staffel von American Truck Simulator. Wie der letzten Folge vermutet, kam jetzt nach der letzten Folge von der letzten Staffel, müsste es 240 gewesen sein, die Version 1.50 raus. Und ja, it was a big deal, weil ja, sich die gesamte GUI und so geändert hat. Und da wir mittlerweile schon sowohl bei ATS als auch bei ATS über Level 36 sind, habe ich mir gedacht, okay, dann nutzen wir den Moment tatsächlich aus, da wir jetzt auch bei beiden bei Folge 240 waren und das auch eine schöne Zahl ist, um tatsächlich mal ein neues Spiel also neue Staffel anzufangen. So, ich muss mal ganz kurz gucken. Ich starte mal einfach mal ATS und guck mal, ob Steam das Ding findet. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich muss mal ganz kurz gucken hier bei meinen Ordnern. So. Steam, was ist denn los mit dir? SCS Software, AM Trucks, Gerät nicht angeschlossen. Was ist denn? Ach da, American Truck Simulator. Jawohl, ja. So. Dann gehen wir hier nochmal ganz kurz raus und starten mal nochmal das Spiel. Stumm geschalten ist auch noch. Beziehungsweise sind jetzt nicht stumm geschalten, aber ich habe einfach keine Ingame-Sounds an. Ha. So, das soll auch gar nicht weiter stören. Also, ja, die ganzen Menü-Sounds hab ich alle deaktiviert. Wir machen. Genau, wir beginnen komplett von Anfang. Ich hoffe mal, die ganzen Sachen sind doch alle richtig eingestellt. Ne, also meine ganzen Tastensachen und so, da habe ich einfach eine andere Konfiguration kopiert. Bin mal gespannt, ob das funktioniert. So, wir haben. Ah ja, okay, das war gerade ein Sound in-game. Haha. Genau, bei meiner Steam-Version, ne? Habe ich auch Nebraska, ist es auch neu dazugekommen mit der 1.50. Und man hat doch vielleicht schon gerade gesehen, dass sich manche Sachen von der GUI drastisch geändert haben. Die Frage ist, wo fangen wir an? Ich würde, ne, natürlich, klar könnte man jetzt sagen, okay, wir können ja hier bei den neueren Gebieten anfangen. Aber ich bin halt tatsächlich ein Freund von der West Coast. Und würde tatsächlich doch hier auch irgendwo anfangen. Weiß nur nicht, ob wir. Also, wo ich gerne immer anfange, ist zum einen Las Vegas. Aber die haben jetzt vor kurzem halt auch San Francisco hart überarbeitet. Ist also auch ganz schön. Ich glaube, wir starten bei San Francisco. Ja, das ist. Ja. Möchtest du das Tutorial durchgehen? Ganz ehrlich, nein. Ne, wer Tutorial kennen möchte, da hat sich zur alten Staffel nicht viel geändert. Das heißt, da könnt ihr euch die erste Folge kennen von der ersten Staffel angucken. Willkommen im American Truck Simulator. Direkt Polizei, Digga. Direkt Amerika. Let's go. Ich muss mal kurz gucken hier. Jetzt habe ich es gerade übersprungen, ne? Kann das sein? Ja, verdammt. Ich wollte doch eigentlich nur die Audio-Lautstärke ändern. Ah. Ah, Gott, warte. So, Gesamtlautstärke. Ist eigentlich alles richtig eingestellt. Oder? Ja, ich mach mal kurz einen Test noch mal. Also, Testfahrt. Fahrt vorsichtig. Ja, doch, ist eigentlich laut genug. So. Das heißt, wir beenden das Ganze noch mal ganz kurz. Ich schmeiß noch mal das Autosave raus. So. Damit wir jetzt noch mal mit Audio und der schönen Kamerafahrt beginnen können. Uiuiui, Digga, die erste Folge wieder direkt hier. Let's go. Katastrophe. So, Level 0. Immer noch. Level 0, die Zahl klingt so niedrig. So, San Francisco. Nope. Jetzt aber. Ah, ja, das ist ja geil. Direkt wieder hier überall Steam Achievements. Jetzt wo ich über Steam. Also übrigens jetzt Staffel 2. Komplett Steam, ne?
Willkommen in American Truck Simulator. Endlich hast du die Chance, deinen eigenen, auf deinen Traumjob, das Fahren eines LKW. Deine eigene Transportfirma hat nun ihre Pforten geöffnet. Leider fehlt dir aber das Kapital für einen LKW. Verdammte Scheiße. Bis auf Weiteres wirst du daher als Angestellter für andere Speditionen arbeiten müssen. Vor allem müssen. Digga, ist Sklavenmarkt hier. Oh, Alter. Und da hinten ist, Guantanamo Bay? Nein. Ist es? Weißt du es so? Ich habe keine Ahnung. Oh. Ja, ja. Ah, ich liebe San Francisco. Hm. Also, die Stadt an sich ist mir relativ egal, aber ich meine jetzt hier innerhalb des Spiels. Ist einfach Schnieke. Dein Auftrag ist es, eine Ladung Kleidung für Sellgoods sicher zur Entladestelle nach Oakland zu bringen. Dein Arbeitgeber hat dich mit einer Zugmaschine ausgestattet und wird sämtliche Spesen tragen. Fahre sorgsam und sei pünktlich. Okay. Ja, man sieht auch, in der 1.50 hat sich einiges geändert, was die Performance angeht. Ne, der Ladescreen am Anfang des Spiels, wenn das Spiel direkt startet, ist noch ein bisschen. Aber alles, was jetzt so in-game ist, jetzt gerade der Ladescreen zum Beispiel, geht halt ratzfatz mittlerweile. Also, in der 1.50 hat sich echt eine Menge getan, was Performance angeht. Es ist wirklich, ja. Oh, schnieker LKW. Oh, ich habe immer noch Lust, diese, was soll ich gerade machen? Genau, das wollte ich machen. Ich habe immer noch Lust, hier diese kleinen LKWs auch mal zu fahren. Das wird bestimmt so viel Fun machen, einfach mal rumgurkenerweise rumzugurken. Los. So, aber, da wollen wir uns jetzt mal gar nicht stören hier. Wir fahren einfach mal los. Wir müssen da vorne raus, denke ich mal. Fahren wir da links rum oder rechts rum? Ich glaube, wir fahren hier rechts rum. So, gucken wir mal hier. Kommen wir hier? Wow, 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 wow. Oh ja, oh. Ich hoffe mal, automäßig klappt alles. Scheint zumindest erstmal so. Wobei der Motor schon ganz schön laut ist. Uiuiui. Muss man in der Aufnahme erstmal gucken, ob dann automäßig überhaupt alles stimmt. Warum ist das Interieur so laut? Audio. Lautstärke des... Ah. Machen wir das mal auf 50%. Das klingt realistischer. Machen wir das so laut. So. Achso, siehst du, ich muss übrigens auch noch meine ganzen Audio-Files hier einfügen, ne? Ich glaube, ich habe in dem Safe-Game überhaupt kein Audio. Also keine Musik. Ah, doch, ich habe... Aber es ist noch die alte Playlist. Warum sind die alle... Wonach sortiert der hier? Aber ja, ist noch meine alte Playlist mit denen so an die 100 Lieder. Aber reicht jetzt mal von Anfang aus. Oder ist es das? Mal reinhören. Oh, nee, ist es nicht. Das ist meine private Playlist. Das heißt, mit Musik, die wahrscheinlich Copyright geschützt ist. Gut, dann muss ich da also nochmal die No-Copyright-Sound-Sachen einfügen. So, let's go. Bevor wir den Hof verlassen, würde ich aber erstmal gucken. Ich würde gleich mal gucken von Anfang an, dass wir so viele Sachen wie möglich freischalten. Das heißt, das da zum Beispiel. Gut, ist aber ein kompletter Umweg. Ist hier so vergriesgnaddelt. Das geht immer gar nicht. Wie sieht es denn hier aus? Na gut, hier können wir einen Abstecher machen. Das tut nicht weh. Wobei ich nicht weiß, ob wir hier wenden können. Ah, nee. Da warten wir mal auf eine Mission, wo es ein bisschen besser lohnt. Oh, jetzt. So. Biege nach rechts ab. Was denn nicht? Hatte mich gerade kurz gefragt, ob die Tür nicht aufgeht. Ob wir hier gerade am Arsch sind. Aber geht auf. Glück gehabt. Er hat schon lange Auflieger hier. Holy shit. Digga. Meine Fresse. So, aber Tasten scheinen alle zu funktionieren. Ich bin ganz glücklich. Wow. Das ist ja mal eine Hammerbrücke. Demnächst rechts abbiegen.
Und da vorne wird natürlich auch wieder rot. Wobei, gerade eben hatten wir ja grün. Biege nach rechts ab. Was labe ich eigentlich? Solange wie rot ist, gucke ich mal ganz kurz, ob ich überfliege mal kurz die Einstellungen, ob hier alles richtig aussieht. FPS-Limit ist aus, genau. Skalierung 100. Die Sachen sind auch relativ neu, lasse ich auch mal aktiv. Tiefenschärfe, Sonnenstrahlen, alles ja, alles hoch. Far Shadows ist auch neu. Lasse ich auch hoch. Filtering ist eigentlich so gar nicht meins. Ja, ich meine, mein Rechner schafft's ja. Kann man hier noch irgendwas höher prügeln? Oder ist schon alles auf hoch? Ich weiß, ich könnte doch einfach auf einfache Einstellung gehen und dann auf Ultra klicken. Aber ich habe lieber ein bisschen manuellere Kontrolle. Weil wenn du auf Ultra stellst, dann hast du zum Beispiel auch hier bei den Reflexionsskalierungen wesentlich höhere Werte drin, was ich definitiv nicht brauche. Dann hast du zum Beispiel hier statt 100% hast du irgendwie 150 oder 200%. Und da ich aber so schon 4K-Display habe, heißt das, dass das Spiel in Intel mit 8K berechnet wird. Und das ist dann doch schon ganz schön heftig. Ich meine, mein Rechner schafft es in den meisten Fällen, aber ab und zu habe ich dann halt doch ein paar Ruckler drin und das, ne. Deswegen, wir bleiben bei 4K, nativ 4K. Das ist so schon ganz in Ordnung. Da läuft das Spiel wenigstens butter smooth. Gib Smoothie. Haha. Guck mal, wir haben grün. Let's go. Warum gibt's eigentlich? Ach, fuck, dammit. Oh. Kann man das pro Spielstand einstellen? Weil, ich habe nämlich in meiner Steam-Version Traffic deaktiviert. Habe ich jetzt gerade mal aktiviert. Das heißt, wir müssen noch Autos kommen. Hoffentlich bald mal. Ach, wir haben grün. Problem ist jetzt natürlich nur, ich muss daran überdenken, wenn wir den Let's Play machen. Weil ich glaube, er behält sich das für alle Konten gleich. Das heißt, wenn ich den privat spiele, gerade auch Multiplayer, dann muss ich den Verkehr mal wieder deaktivieren. Und dann beim Let's Play dran denken, wieder zu aktivieren. Ah, da fährt der erste LKW. Und da kommt die erste Limousine. Ja, wir haben Verkehr. Und dann links abbiegen. So. Oh mal hier. Biege nach links ab. Oh nein, wir haben. Oh, war doch klar. Gut, hätten wir noch geschafft. Hätte jetzt nicht gedacht, dass die Gelbphase so lang ist. Aber wir fahren direkt auf die große Brücke rauf. Nice! Digga, das erinnert mich ja alles so sehr an GTA San Andreas. Ich hab. Also, ja. Straßenbahn. Oh, dafür stehe ich aber gerne an der roten Ampel. Oh, direkt zwei Straßenbahnen. Oh. That's so cute. Do not enter. Okay, achso. Die Straßenbahn schieben jetzt so. Oh, ist das schön. Ja, ja, hat schon was. So, wann kriege ich mal grün? Oh. Oh. Guckt euch das an. Oh, Schienen sind frei. Dann Abruf auf die Brücke. Das hier eng und das ist dem Scheit lang Auflieger. Aber Straße ist gerade frei. Achso, ist ja Einbahnstraße. Gut, da kann ich da ausweichen. Ja,
Aber ganz schön wenig Verkehr hier, sag mal. So, Freibahn mit Marzipan. Sehr schön. Gott, Alter, wie da die Seile am Auflieger vorbeigehen. Holy shit, da kriegst du ja Angst. Müssen wir raus? Ja. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biegen nach Oakland. Rechts ab. Hui. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Links halten und dann links abbiegen. Ach so. Gut, ich sollte mal auf mein Navi achten. Digga, wenn man hier überall Polizei hört, was ist denn los hier in dieser Gegend? Welcome to America! Los, macht auf hier. Wir sind fertig. Und damit haben wir unsere erste Fracht erfolgreich, völlig unbeschädigt, abgeladen, abgeliefert. Hallo? Ah. Geht doch. Ausgezeichnet. Basisvergütung. 22 Mille. Leider nicht. Achso, Meilen, genau. Und da, ja. Nice. Unser erstes Geld, was wir verdient haben. Ah. Und unsere erste, unsere Garage. Das ist eine Firmenzentrale. Eine sehr schlichte Garage. Nichts Besonderes, aber immerhin ein Anfang. Leider hast du noch nichts, was du dort abstellen könntest. Na doch, mein Rucksack. Deshalb kannst du hier auch keine LKWs sehen. Hast du erst einmal genug Geld verdient und dir eine Zugmaschine gekauft, so kannst du dich frei bewegen und deine Geschäfte von hier betreiben. Viel Glück. Danke, danke. Ja, hier das Menü hat sich auch komplett überarbeitet, deswegen ne, meine Idee mit der neuen Staffel, weil sich halt ja mit der 1.50 alles komplett überarbeitet hat. Man hat jetzt hier quasi die Hauptleiste, sag ich jetzt mal, also das Startmenü, wenn man so möchte. Die nennen das Ding jetzt hier auch Desktop, so. Also ist also nicht der Desktop, also ne, von Windows oder sowas gemeint, sondern hier ist your Desktop.
Und da hast du ja halt auch so ein Startmenü, wo du alle Sachen Kategorie drin hast, ne? Alles, was so Aufträge angeht. Dann hast du halt alles, was so navigationsmäßig ist. Dann hast du Multiplayer-Abteilung. Dann hast du alles, was mit deinem Fortschritt im Singleplayer angeht. Dann hast du alles, was deine eigene Firma begeht, hast du hier drin, also deine LKW-Manager, Auflieger-Fahrer-Manager, alles, ne? Das, was du innerhalb deiner virtuellen Firma quasi machst. Services ist alles, was so externe Firmen angeht, also, ne, wenn du halt irgendwie dich abschleppen lassen möchtest, Fahrzeugdiagnose und sowas alles, oder halt Händler. Katalog ist halt so Broschüren, Internetseiten und sowas alles, also, ne, kannst dir die ganzen LKWs angucken und alles, Dings, da, Bums, da. Media ist Media. Achso, ja, genau, da hast du die ganzen Bilder, die du machen kannst. Ja, und dann hast du, bei System ist halt das grundlegende, was so außerhalb des Spiels stattfindet. Also, ne, was du speichern, laden kannst, ins Hauptmenü gehst und solche Scherze. Ja, und das Menü bleibt doch immer gleich. Du hast immer Zugriff, egal wo du dich hier drin, ne, weil hier unten die Leiste, die ändert sich ja immer. Je nachdem, was du drin, was du machst, ne, wenn du in der Map drin bist, hast du die Sachen hier. Wenn du beim LKW-Manager bist, also könnt ihr gar nicht drauf, danke dafür. Dann hast du hier unten auf einmal andere Symbole. Und das heißt, das hier unten ist halt immer unterschiedlich. Die Leiste ist aber immer gleich. Das heißt, man kann sich die dann irgendwann einprägen und dann kann man hierüber alles relativ gut erreichen, egal wo man ist. Was sehr, sehr praktisch ist. Genau. Ich würde aber mal sagen, das soll es für die Folge an der Stelle dann auch erstmal gewesen sein. Ich gucke dann erstmal, ob es audiomäßig soweit gepasst hat und dann, sehen wir uns denn dann zur nächsten Folge denn dann wieder. Ja, von daher, bis dann.